Ja, wunderschönen guten Tag miteinander. Hier im letzten Video, wo wir hier sexy Buttons auf der Autobahn getestet haben, sind ein paar nicht ganz draus gekommen, wie das funktioniert, da mit der Maxgeschwindigkeit und so. Und wie ich das kann, mit den sexy Buttons übersteuern kann. Ich habe hier einen Button in meiner Mittelarmlehne unten vorne montiert, wo ich einfach draufdrücken kann. Und dann übernimmt er eigentlich immer die Geschwindigkeit, die er gerade hat. Ja, wir schauen jetzt nachher an. Jetzt sind wir dann gerade auf der Autobahn da vorne. Und diesmal habe ich da noch vorne eine Kamera montiert, dass man da den Ausschnitt noch etwas gross dann kann einblenden kann. Das werdet ihr dann schön sehen im Video. Also ich hoffe zumindest, dass das funktioniert. Ich schalte jetzt die mal ein da. Genau, dann nimmt ihr da den oberen Bereich auf, dann seht ihr schön Max Geschwindigkeit, was er so eingestellt hat und ob der Autopilot aktiv ist. Jetzt seht ihr schön, jetzt ist er nicht aktiv, jetzt muss ich da selber Gas geben. Und wenn ich jetzt den Button da unten drücke, seht ihr, Autopilot hat eingeschaltet, 80 hat er da erkannt, 82 hat er übernommen. Warum 82? Weil da bei Autopilot habe ich plus 2 eingestellt. Das seht ihr auch, Abweichung. Nimmt er einfach immer 2 Stundenkilometer mehr, wo er einstellt. Und dann gehen wir jetzt da mal auf die Autobahn und schauen, was er macht. Und dann zeige ich euch nochmal, wie genau das Continuous Autopilot, wie die Funktion genau funktioniert. Die ist ja, kann man fix einstellen im Commander. Das ist ein Steuergerät, das zu den sexy Buttons dazukommt. Da fahren wir jetzt aber sehr langsam, der hinten dran ist schon drängeln. Ja, dann geben wir halt selber ein bisschen Gas. Da will er nicht so schnell durchfahren durch das Tunnel. Beschleunigt er wieder selber, das ist gut. Hat aber immer noch 60 erkannt und 82 eingestellt. Hat immer noch nicht erkannt, dass wir auf der Autobahn sind. So, ich drücke wieder den Knopf. Er meint immer noch, wir fahren 60. Also jetzt habe ich den Knopf gedrückt, jetzt hat er auf 62 eingestellt. Keine Ahnung. Das ist jetzt neu in dieser Software, sonst hat er eigentlich jetzt fängt. Jetzt hat er erkannt, Autobahn. So, dann kann ich jetzt nochmal auf den Knopf drücken. Und dann übernimmt er schön 122. Und wenn ich jetzt einen Spurwechsel machen will, dann muss ich mehr oder weniger einfach blinken. Kann ich den Spurwechsel machen. Und der Autopilot schaltet automatisch wieder ein. Wechseln wir hier wieder die Spur. Wir können hier. So. Autopilot schaltet automatisch wieder ein. Warum er jetzt Fernlicht eingeschaltet hat, weiß ich auch nicht. Das haben wir eigentlich deaktiviert. So, und weiter, ein bisschen weiter vorne, so ungefähr Höhe Glattzentrum, Wallisellen, dort wo auch der Supercharger ist. Dort seht ihr dann ein weiteres Phänomen, das er hat auf der Autobahn. Und zwar nimmt er bei so Einfahrten, wenn Einfahrten kommen von der Seite oder Kreuzungen oder so, Autobahnkreuzungen, dann tut er automatisch da die Maxgeschwindigkeit. Tut er automatisch absetzen auf 80 oder bei Kreuzungen ab und zu auch auf 70 oder wenn ihr enge Kurven habt, wo ihr die Autobahnkreuz wechseln und so, tut er dort auch ab und zu auf 70 oder sogar noch tiefer einstellen, Max. Und in gewissen Situationen, wie zum Beispiel da weiter vorne, könnt ihr dann das auch mit dem Rädchen nicht übersteuern. Jetzt seht ihr, jetzt kann ich da einfach weiterstellen bis 140, oder?
tun wir noch ein bisschen 20. Da machen wir jetzt nochmal einen Spurwechsel. Ich muss nur blinken, die Spur wechseln und der Autopilot schaltet selber wieder ein. Jetzt tun wir hier verringen, weil jetzt kommt dann gerade 100er-Zone. Das hat er leider noch nicht erkannt. Mal schauen, ob er es jetzt dann erkennt. Er ist immer noch 120. Also völlig wild, was er da erkennt und anzeigt. Aber das ist das Problem von der Schweiz. In der Schweiz darf man die Schilder nicht lesen auf der Autobahn. Fragen mich nicht warum. Aber plötzlich hat er dann 100 gesehen. Jetzt hat er 100. Jetzt stelle ich mal auf 95 ein. Drücke Knopf Autopilot. Dann sollte er eigentlich schön 102 übernehmen. Genau das macht er. Und jetzt seht ihr dann, jetzt bleibt dann da bleibt 100, aber da wird plötzlich 80. Und dann kann man am Scrollrad, kann ich drüllen, ich drülle nachher wie ein Verrückter, werdet ihr dann sehen. Aber ich kann nicht schneller einstellen, es bleibt einfach und er fährt dann Maximum auch 80. Ich kann es mit dem Scrollrad nicht übersteuern. Das Einzige, was ich machen kann, ohne sexy Buttons, ist mit dem Fuß ein bisschen Strom geben. Aber mit den sexy Buttons kann ich einfach drücken und er stellt dann da wieder auf 100, 102 ein. Das sollte jetzt dann eigentlich ziemlich bald kommen. Hinten haben wir keine Autos. Gut, ist gut. Wir behindern mal keinen, das ist schön. Von hinten keiner kommt. Könnt ihr also schon schauen, das hat keinen. Erst weit hinten kommen sie. So, jetzt fahren wir mal da. Und ich glaube, es ist ziemlich genau Höhe Gradzentrum, wo die Einfahrt ist von Wallisellen, die Autobahneinfahrt, wo die Autos reinkommen von Wallisellen. Ich glaube, dort oder sogar schon vorher macht er dann plötzlich 80 rein. So, jetzt schauen wir, ich bin bereit zum Scrollrad drüllen wie im Verrückten, zum schneller einstellen. Und eben, die erkannte Geschwindigkeit ist immer schön 100, genauso wie es da muss sein. Jetzt genau. Und ich stelle jetzt schneller ein, es geht nicht. Ich drülle wie im Verrückten, es geht nicht. Ich drücke auf den sexy Button und er stellt wieder 102 ein. So geil. Und vorne, weiter vorne passiert es nachher gerade nochmal. Jetzt stelle ich da ein bisschen weniger ein. Kann der da reinfahren. So, tun wir da auf 105 einstellen. Machen wir einen Spurwechsel. Autopilot schaltet wieder ein. Jetzt da vorne macht es dann nochmal, glaube ich, bei der Kurve oder so, habe ich gemeint. Schön 105 Max. Oder ist es erst bei dieser Einfahrt da? Das kann auch sein, dass es... Irgendwo macht das auf jeden Fall einmal. Außer das hat jetzt wieder geändert in dieser Version. Jetzt hat er selber einfach 102 gemacht, lustig. Irgendwo hat er doch nochmal auf 80 reingestellt. Wieso macht er das jetzt nicht mehr? Immerhin einmal haben wir es. Aber dann hat jetzt wieder etwas geändert oder er macht es bei jeder Fahrt etwas anders. Da ist jetzt alles perfekt. Ja, da ist jetzt alles. Da hat er jetzt überall gar nie mehr.
Ja, dann kehre ich mal um, dann schauen wir mal, wie es auf dem Retourweg aussieht. Also, bis bald. Ja, da hätte ich euch auch mitnehmen können. Das war ja nur ein Katzensprung. Zweimal durch den Kreisel und schon wieder auf der Autobahn. So, wechseln wir nochmal Spur. Viel zu schnell da. Jetzt hat er plötzlich wieder 120 erkannt. Das ist schon so, mit dieser Geschwindigkeit auf der Autobahn. Da musst du schon immer auf der Hut sein. Sonst wird es dann schnell teuer. Jetzt hat er 100 erkannt. Gut, da wechselt natürlich die Geschwindigkeit auch immer. Da tun sie immer andere Tafeln an. Unter der Woche ist eigentlich immer 80 statt 100. Jetzt am Wochenende mit wenig Verkehr, da haben sie auf 100 eingestellt. Sonst eben unter der Woche ist da eigentlich 80. Und lustig ist, dass er in dieser Seite da macht er das nicht mit der Geschwindigkeit. Sehen Sie es genau? Also ich glaube es zumindest. Nein, jetzt macht er 90 rein. Aber jetzt kann ich schneller einstellen mit dem Scrollrad. Das ist eben auch nicht immer gleich. Ab und zu kann ich es erhöhen. Jetzt kann ich zum Beispiel erhöhen, oder? Das ist so lustig. Das war jetzt aber wegen der Kurve, dass er es runtergestellt hat. Letztes Mal war es ja keine Kurve, letztes Mal war es einfach auf der Geraden. Das war, glaube ich, wegen der Einfahrt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber eben, es ist immer wieder anders, wie sich es verhält. Einfach nicht konstant. Jetzt macht er einfach wieder auf 90, zumindest auf der geraden Straße. Nichts hat es da. Aber ich kann wieder schneller einstellen. Oder einfach auf den Knopf drücken. Das ist schon lustig. So, wir müssen auf die andere Spur da. Also, dass der Autopilot automatisch wieder einschaltet, das ist wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Und dass man den Spurwechsel selber machen muss, das ist eigentlich auch gut, weil ja, mit dem Enhanced Autopilot, also mit dem erweiterten Autopilot, könnt ihr ja auch automatisch Spurwechsel machen. Vorteil ist, es macht nicht die Ding zweimal. Beim Aus- und Einschalten. Der Nachteil ist, dass er extrem viel Platz braucht. Also jetzt zum Beispiel heute würde es gut gehen, da würde er den Spurwechsel gut machen. Aber sobald es ein bisschen Verkehr hat, funktioniert das eigentlich nicht mehr. Da muss man dann doch wieder selber Spurwechsel machen. Und dann macht es dann auch wieder den Ding. Und man muss ihn selber wieder aktivieren mit den sexy Buttons. Aktiviert sich automatisch. Einfach die Spur wechseln. Warten, bis der Ding macht. Und die Sache ist erledigt. Es ist lustig, dass er jetzt, da hat er früher nie Max verändert. In die Richtung da, die Strecke. Und jetzt zweimal auf 90 eingestellt. Keine Ahnung warum. Niemand weiß es. Wahrscheinlich wegen der neuen Software. Wir haben ja eine neue Software da. Also neu. Das ist jetzt 2023.44.30.9. Die erste 2024er Version, das ist glaube ich 2024.2, aber die ist erst auf einem Fahrzeug installiert. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht geschaut. Vor 3 Tagen oder so habe ich mal geschaut. Ist auf einem einzigen Fahrzeug verteilt worden. Ja. Mal schauen, wann das ausgerollt wird. Da sollte ja dann das adaptive Fernlicht kommen für das Model 3 Highland. Bin ich dann gespannt, wenn wir dann mal testen. Mhm.
jetzt wäre eigentlich 120, aber er erkennt da nichts. Aber ich kann zumindest selber einstellen. Aber Schilderkennung auf der Autobahn, Katastrophe. In der Schweiz zumindest, Katastrophe. Und eigentlich wären sie ja gut sichtbar, können sie ja gut lesen. Ich weiss nicht, was das Problem ist, aber jetzt hat er 120. Ja, spannend mit dieser Geschwindigkeit. Ich hoffe, das wird das Jahr mal noch gelöst. Also ich habe ja eigentlich geschworen, dass es das Jahr noch funktionieren wird bei Tesla. 2024, das Jahr der Schildererkennung in der Schweiz. Ich hoffe es zumindest. Und ja, dann wäre es das gewesen. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen besser da mit deren Aufnahme. Ich bin gespannt. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, das Wetter wird noch ein bisschen besser. Weil, ja, oben in den Bergen könnte es vielleicht schön sein. Für die, die in den Bergen sind heute, können ja mal schreiben, wie es am Sonntag in den Bergen war. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr in den Bergen heute. Aber vielleicht nächste Woche nicht. Also, schönes Tagli. Peace. Ciao zusammen.